Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Eastward. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Wir haben nämlich, ihr habt ja das letzte Mal gesehen, tatsächlich um knapp eine Stunde zurückgedreht, weil wir so ein bisschen am Verzweifeln in diesem Dungeon sind. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt noch kochen? Lass uns mal checken, ob wir kochen können. Ja, wir haben nämlich in diesem Dungeon, irgendwie ist Sammy gerade im Weg, weil sie vor uns ist. So, das macht Sinn. Er kann nur kochen. Also, wir haben erst die linke Seite mit ganz viel Mühe und Not geschafft und haben dann versucht, die rechte Seite zu lösen und haben einfach für den Endboss nicht genügend Energie gehabt. Deswegen wäre jetzt meine Überlegung, ob wir vielleicht erst die rechte Seite beginnen und dann versuchen, die linke zu lösen, weil wir kommen aus diesem Dungeon auch einfach nicht mehr raus, um uns neue Zutaten zu kaufen. Ja, die ganzen Geheimnisse, die dieses Dungeon hier irgendwie so hat, kenne ich mittlerweile schon wieder nicht mehr. Weil, ja, ich schon wieder vergessen habe, was hier alles so Phase ist. Wir müssen halt einfach probieren, richtig gut zu spielen. Sonst sehe ich hier echt schwarz im Weiterkommen. Ich hoffe, dass diese Taktik uns so ein bisschen voranbringt. Und ich hoffe, dass das essbar ist, was ich gerade am Kochen bin. Seafood Skewers! Okay, ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, dann würde ich, wenn wir jetzt gerade hier stehen, nochmal eine Mahlzeit kochen. So. Und theoretisch bräuchten wir dann noch einmal Zutaten, um... Ich mische jetzt einfach willkürlich irgendwie Zeugs zusammen, um irgendwie nochmal was kochen zu können, weil uns ist tatsächlich ja alles alle gegangen. Und dann war ich ja das letzte Mal so verzweifelt auf der Suche nach Herzen. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Ah, das war sehr frustrierend. Und daraufhin haben wir den Spielstand quasi um eine Stunde nochmal zurückversetzt. So, Steamfisch. Na lecker. So, alle Slots sind voll. Oh, Errungenschaft. 5-Star-Chef. Okay, sehr cool. Speichern wir das jetzt? Ja, pass auf. Ich würde das jetzt erstmal so speichern. Und dann mit der rechten Seite beginnen. Also, wir haben jetzt nochmal zurück zusammenfassend beide Seiten noch überhaupt nicht gelöst. So. Also, wir beginnen nochmal von neuem. Das ist so frustrierend, weil irgendwie fühlt sich das an, als wären wir jetzt komplett auf Null zurück. Okay, geben wir unser Bestes, in der Hoffnung, dass das jetzt was wird. Oh ja, bei dem weiß ich jetzt auch schon gar nicht mehr, wie das ging. Also, pass auf. Lass uns erstmal den Fisch hier erlegen. Ist natürlich alles jetzt auch so 2-3 Minuten schon wieder her, dass ich schon nicht mehr weiß, wo kamen wir hin. Es war zumindest dann so, dass wir hier Sam nach oben gestellt haben und hier unten haben wir unser Glück versucht und sie hier lang geschoben. So. Ah doch, genau. Habe ich es jetzt angestellt oder ausgestellt? Pass auf, warte mal, wir sollten es ausstellen. Dann holen wir sie wieder zurück. So, weil wir dann nämlich jetzt hier oben hin können. Durch die Tür. Und hier weiter. Oh ja, yeah. Hier weiß ich. Oh mein Gott, hier weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Verdammt, warte. Wir werden es mal ein bisschen kombiniert jetzt angehen. Wir müssen halt echt auf unsere ganzen Herzen aufpassen.
klatschen ja jetzt, glaube ich, immer öfter einfach so vom Boden auf. Aber ist das jetzt schon den Weg, den wir so gelegt haben? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Weil den Weg müssen wir ja so erst hinschieben. Komm gar nicht auf die Idee. So. Vorsicht, dass jetzt die Mutti allen Porzellan-Zeugs. Ja, 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 okay. Das wäre jetzt ein Weg. Achso, ja, genau. Ich weiß jetzt wieder, wohin wir den Weg schieben müssen. Ich erinnere mich. Und hier hinten konnten wir doch auch durchlaufen. Hier war doch so eine Geschichte. Dim, 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 dim. Ah, gut. So, das hat uns jetzt erstmal tatsächlich gut weitergeholfen. Vielleicht hätten wir es auch später erst einsammeln sollen, dass es uns später die Herzen auffüllt. Müssen wir mal gucken, ob wir die Taktik nochmal nachher ändern. Weiß ich meine? Dass wir hätten erstmal hier alles glatt biegen sollen. Weiß ich nicht. Und dann, weiß ich meine? Weiß ich nicht. So, also wir machen uns jetzt erstmal den Weg zurecht. Mal hier hin und kommen wir noch einen in der Mitte. Zack, das sollte funktionieren. Glaube ich. Wobei, ich brauche gerade mal, wie war denn das? Ich brauche ja jetzt auch einen hier oben, ne? Ach so, nee, warte mal. Doch richtig? Bin verwirrt. Ich glaube, den gleichen Fehler habe ich das letzte Mal auch schon gemacht. So, dahin muss ja der Weg. Ja, ja, ja. Oh, das wird dann der letzte Stein, mit dem wir es dann zumachen. Weil hier oben kommt das Teil ja eh hoch. Ja, ich glaube, den gleichen Fehler habe ich jetzt mal auch gemacht. Ist geil, dass man manche Fehler halt echt zweimal macht, ne? So, wir probieren es mal. Ich glaube, hier kam er dann irgendwie noch mehr runtergeklatscht. Too heavy. Ja, für sie auf jeden Fall. Ich glaube, hier kam noch mehr runtergeklatscht. Ja, hier kam jetzt noch mehr runtergeklatscht. Echt aufpassen jetzt. So. Das haben wir jetzt ganz gut gelöst. Glaube ich. Hier war wieder sowas Kombiniertes. Hier war wieder was Kombiniertes. Also wir lassen Sam hier jetzt mal stehen. Bleib doch stehen, Mädchen. Bleib doch hier stehen! So. Und also wir können sie natürlich hier jetzt erstmal mit runterholen.
diese Teile da oben hasse ich ja über alles, ne? Und so, dann könnt ihr euch wieder vereinen. Ich glaube, zusammen macht das mehr Sinn. Wir können jetzt auch einfach hier nur durchlaufen, ne? Ich glaube, wir laufen einfach nur mal durch. So, die Geschichte war jetzt die letzte große Hürde, glaube ich. Bevor wir auch schon bei dem Boss dieser Seite stehen. Und ich bin am Überlegen, was wir wie zu tun hatten. Ich glaube... wie war denn das? Ich weiß nicht mehr, wie es war. Irgendwo mussten wir an den Rädern drehen. Das war hier eine Stelle, an der habe ich auch tatsächlich sehr, sehr rumgeflucht. Die fand ich echt kacke. Die fand ich richtig kacke. Ich glaube, wir mussten... Sammy unten einfach mal abstellen. Okay, teilt euch. Nein. Und ich glaube, wir stellen Sam jetzt einfach mal hier unten ab. Genau. Und ich glaube, er hat das dann hier hingeschoben. Und bei dem Schieben muss man halt echt aufpassen, dass man nicht in diesen dämlichen Dampf irgendwie reinkommt. Genau, wir schieben erstmal das dahin, damit Sam hier rüberlaufen kann. So. Und die Geschichte fand ich halt echt eklig. Ich muss einfach mehr mit Feingefühl machen. Achso, nee, warte mal. Ach, ich bin auch doof. Sie muss ja erstmal hier durch. So, also war doch richtig. Es ist geil, wie man einfach immer wieder die gleichen Fehler macht. Da denkt man so, Lerneffekt? Nö, nix. So, ich mache das jetzt echt so auf Millimeterarbeit, damit ich nicht wieder den Dampf irgendwie zu sehr in meinem Hintern spüre. So. Und jetzt können wir beide vorbei. Perfekt, 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 perfekt. Da, in dem Raum ist er nämlich schon. Oh mein Gott. Und bei dem habe ich tatsächlich wirklich ein bisschen Angst und Horror und überhaupt... wegen ist so. Wir könnten Mr. The Sonic Punk einmal rufen, damit er uns alles ein bisschen auffüllt. Merci beaucoup. Und ich würde, ich glaube, auf diese Bomben jetzt mal wechseln. Haben wir die jetzt ausgewählt? Ja, haben wir. Boah, Leute, ich habe echt Schiss jetzt, ne? Weil der ist eklig. Der ist richtig, richtig eklig. Also bis hierhin sind wir sehr gut vorangekommen. Besser, als ich gedacht hätte. Wir müssen halt aufpassen, dass wir rechtzeitig was essen. Oh, jetzt zum Beispiel. Jetzt ist so der Zeitpunkt, dass wir das erste Essen essen sollten. Ah, jetzt sollten wir vielleicht das zweite Essen essen. Halt auch scheiße Essen gekocht, ne? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah, jetzt müssen wir nur die linke Seite schaffen. Die linke Seite war einfacher. Aber uns geht's halt schon wieder schlecht, ne? Uns geht's schon wieder schlecht. So, wir müssen jetzt erstmal die Sache aktivieren. Boah, das wäre zu gut, ne? Das wäre richtig, richtig gut. Wenn wir das jetzt hinkriegen würden. Aber wir haben halt auch nicht mehr so viel zum Kochen. Also, es ist noch nicht gebannt. Ist noch nicht vorbei. Beten wir einfach, dass es klappt. Also die linke Seite hat es ja auch ordentlich in sich. Da war der Weg länger. Bei der rechten hier war der Weg kürzer. Problem ist halt nur, guck mal, wir haben nur noch zwei Sachen, die wir essen können. Mehr nicht. Und hier war der Weg einfach richtig scheiße. Das weiß ich noch. Der Weg war hier richtig kacke.
ein Herz. Gut. Nehme ich. Noch ein Herz. Nehme ich auch. Erstmal hier jetzt. Ich weiß, wir laufen jetzt in die falsche Richtung, aber Fleisch liebet hier noch ein Herz. Okay, es gibt kein Herz, dann laufen wir jetzt Richtung die linke Seite. Es bleibt auf jeden Fall richtig, richtig spannend, ob wir es schaffen oder nicht. Geil wäre natürlich, wenn wir die Herzen irgendwie schaffen würden, aufzufüllen. Ich ärgere mich fast jetzt so ein bisschen, dass wir bei dem Wasserfall, das hätten wir jetzt machen sollen, um es jetzt aufzufüllen. Aber gut, können wir jetzt nicht mehr ändern. Es ist so, wie es ist. Ich überlege auch, ob wir das jetzt einmal speichern, vorsichtshalber. Halt Angst, dass man irgendwann an einem Punkt ist, wo man halt nichts mehr tun kann. Also ich würde es jetzt einfach nochmal speichern. Ja, ich hoffe, die Idee war jetzt nicht blöd, aber eigentlich müssten wir den einen Speicherplatz trotzdem noch haben. Wir probieren es. Also ich weiß halt nicht, wo man es sonst zurücksetzen kann. Egal, wir müssen es jetzt einfach irgendwie schaffen. Mit den wenigen Herzen. Aber der linke Gegner war einfacher. Bah, wenn man jetzt hier nicht alles... Also hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir die jetzt nicht versagen. Wir waren auf der linken Seite vorsichtiger. Das müssen wir jetzt beibehalten. Und hoffen, dass wir irgendwie noch Herzen zusammenkriegen. So, weil hier hast du auch wieder mehr diese Miasma-Gegner. Die ein wenig das Unwesen hier treiben. Und hier brauchen wir nämlich die anderen Bomben. Und die respawnen hier halt auch echt so mega hässlich. Okay. Wir müssen ja einigermaßen durchkommen. Oh, ohne Geblitzding. Ach, Sam! Los, explodier! Mann! Bei den Teilen probiere ich mal jetzt ein bisschen drumherum zu laufen. Also, wie war denn das jetzt hier? Läuft's? Verdammt. Oh, Sam läuft mit! Wie war das jetzt hier? Können wir... Not enough energy. Oh, really? Jetzt warten, bis sich das auffüllt. Warte mal, ich glaube, Sam muss halt wirklich hier durch und beide ausstellen. Ja, ja. Sonst kommt John nicht durch. Jetzt müssen wir uns beeilen. Zack, okay. Okay, so war's. Und jetzt sind wir hier und haben nur diese Kiste hier, ne? Ah, deswegen sind wir rüber. Echt jetzt? Ah, hat sich das gelohnt? Nein. Habe es trotzdem gemacht? Ja. Okay, also... Verdammt, weil hier riskieren wir natürlich Herzen, aber wir müssen jetzt hier durch. Also das wird jetzt ein bisschen risky, weil diese Scheißdinger hier an jeder Ecke stehen.
Ich muss einfach schnell vorbei. Schnell vorbei, einfach schnell vorbei. Möglichst schnell vorbei. Aber wir sollten jetzt noch mal was essen. Also wir haben noch einen Kuchen, der uns richtig voll auffüllt. Und das... Ach, verdammt, was tut sie? Mann, du sollst ein Sandwich essen, Alter. Nicht eine Bombe werfen. Ah, jetzt, ja, dieses Teil, das erinnere ich mich auch noch. Problem sind halt hier über diese kleinen Miasma. Das kleine Miasma-Gedöns. Was es einem ein wenig schwierig macht. Und Endgegner war, glaube ich, irgendwie zwei von denen hier oder sowas. Also wirklich was, was doch einigermaßen gut klar ging. Stimmt, wir müssen darüber. Wir müssen darüber. Kann ich ihnen nicht eine Floating Bomb schicken? Warte mal, wo stellen wir das ein? Wo waren das? Zu viele Tasten. Da. Yes, das war doch gut. Und wo habe ich das eingestellt? Ich stelle mir trotzdem auf diese hier wieder zurück. Wir müssen halt echt aufpassen, dass wir jetzt möglichst so mit den Herzen, die wir haben, bis zum Boss kommen. Das sollte unser Ziel sein. Warte mal, jetzt weiß ich, wir müssen eine Floating Bomb da oben drüber hinwerfen. Okay, das war jetzt wirklich nur Licht. Ja, ich wusste gerade schon wieder, Bunny ist schon wieder am rumtoben. Was ja auch völlig okay ist. So, die Stelle war fies. Das wird echt eine knappe Nummer, ne? Aber wir sind, glaube ich, bald da. Ach so, ja, jetzt weiß ich wieder. So, also wir müssen das da hinten jetzt erstmal aktivieren. Und... Nee. Ah, warte mal. Warte. Ach so, wir konnten jetzt Sam zu uns holen, oder? Wir waren das jetzt. Oder wir zu Sam? Da
eigentlich müssen wir ja rüber. Ach so, nee, gar nicht wahr. Warte mal. Ich glaube, wir laufen jetzt rüber. War das so? Macht das Sinn? Macht das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Weil sie kann ja nur... Warte mal. Hä, wie haben wir das jetzt mal gelöst? Ich stehe gerade schon wieder auf dem Schlauch. Geil. Geilo. Konnte ich hier durch? Nein, hier konnte ich nicht durch. Ding, 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 ding. Doch, wir holen Sam jetzt hier rüber. Weil ich glaube, wir können mit dem da oben alles regeln. Ja, dass Sam für uns den Schalter jetzt dann macht. So rum war's. So rum war's. Genau. Jetzt tauschen die beiden. Lösen sich ab. Sie stellt sich an den Schalter. Und weil wir können nur das da oben mit dem Fisch regeln. Zack. Genau. Weil wir eine Floating Bomb brauchen. Genau. So war's. Und die Bombe, damit wir die Tür da aufkriegen, damit wir beide da zusammen durch können. Wechsel die immer gleich. Dun, 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 dun. Genau. Und jetzt kann sie uns nämlich zurückholen. So war's. So war's, so war's, so war's. Okay. Und unten hatten wir noch einen Herzcontainer. An den müssen wir noch ran. Genau. Also, pass auf. So. Beim nächsten müssen wir uns bereit machen und den Wechsel machen. Zack. Okay. Ach nee, gar nicht wahr. Jetzt, und der muss schnell gehen, damit wir hier raufspringen. Und hier gehen wir runter. Ich glaube, das hat sogar letztens Sammy allein gemacht. Aber dann haben wir jetzt die Möglichkeit, mit dem Herzcontainer die Herzen vor dem Boss nochmal aufzufüllen. Also ist vielleicht doch... Also vielleicht klappt die Theorie so herum. Juhu, collect two more. Egal, füll uns erstmal auf. Das ist gut, das war jetzt gut, das war jetzt gut, das war jetzt gut. Das haben wir gebraucht. Okay. Noch eins. So, okay, perfekt. Dann können wir uns wieder vereinen und laufen da durch. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch zum Boss ist. Ich glaube aber, so weit müsste es nicht mehr sein. Also, Boss, naja, weiß ich meine, ne? Ich glaube, es müsste sogar hier jetzt schon sein. Oh, dann hätten wir Chance, dass wir es schaffen. Oh mein Gott, das wäre so gut. Yes. Also es war nicht ohne, aber es war auch nicht gar nicht schaffbar. Einfach schnell mit der Pfanne raufhauen. Siehst du, das war's. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ich habe ja gedacht, dass wir das jetzt per abbrechen müssen, weil ich nicht weiterkomme. Yes! Aber das heißt, wir müssen richtig, richtig gut Zutaten kaufen, bevor wir irgendeine neue Aktion weiter starten, ne? Und wir haben zu wenig Salz. Drei Äpfel! Danke, ich habe mich noch nie so über drei Äpfel gefreut, wie jetzt. Geil, wir kommen weiter. Und vor allen Dingen waren wir jetzt wesentlich schneller. Ich meine, das letzte Mal habe ich bestimmt zwei Folgen gebraucht, also... Für die eine Folge für die linke Seite, eine für die rechte. Und wir haben jetzt in einer Folge beide Seiten geschafft. Geschafft vor allen Dingen. Ah. Ladies and Gentlemen, wir kommen weiter. Weiterkommen, finde ich, ist so gut. Yes, die zweite Lampe. Wir haben den Hintergang auf. Erstmal. Geil, wir kommen weiter. Endlich. Oh, ich bin gerade happy. Ich bin richtig happy. Charging Efficiency Stabilization. 8 more minutes. The miasma approaching the drag market. It looks like we'll make it in time. Izzy, have you ever thought about what would happen if we failed this time?
I take you and run. That stuff can't keep up with my rocket. And what if I said I wanted to stay? I take you anyway. That's what I was made for. Made for? Ah, the sewer sluices. They're open. All that's left in the central sluice then. Maybe I should go? I believe in them. The same as I believe in you. I was made? The cooling system's under attack. I'll go check it out. I'll be back. Don't leave this room, you hear me? I won't! Be careful, okay? The sewer should be open now. Let's go back and check out the central sluice. Sluice für Schleuse, oder? Oh mein Gott, wir werden auf jeden Fall erstmal speichern. Ladies and Gentlemen, wir sind weitergekommen. Ich kann das noch ja nicht glauben. Ich bin ja so glücklich, wie ich nur glücklich sein kann. Nee, wirklich. Ah, jetzt tötet mich das hier. Und einmal essen haben wir noch und drei Äpfel im Gepäck. Das kann ja fast gar nicht besser werden und laufen und sein und tun und... Geil! Under attack. We did it, Mr. The Sonic Punk! We opened the forest sluices! Hä? Mr. The Sonic Punk? He's not here. Look, the door's open, John! Na, lauf doch nicht da rein, speichert doch erst. The central sluice must be in there. Maybe he already went in there? Let's go check it out, John. Da, ehe wir was tun, Freunde. Ehe wir was tun. Würde ich, glaube ich, die Äpfel auch erstmal zubereiten. Pass auf, wir machen uns jetzt noch was Obstiges. Wer kennt's? Erstmal eine Runde kochen. Und ist auch gar nicht so gut geworden. Wer kennt? Erstmal Scheiße zusammen kochen. Alles in die Pfanne reinhauen. Ich würde ja sagen, Käse drüber. Mit Käse ist alles geil, aber nicht das. Gut, einfach mal schnell eben so ein paar Minuten Apfelkuchen kredenzt. Auch okay, kannst du so machen. So, jetzt speichern wir auf jeden Fall. You've gotten stronger. But getting stronger isn't your goal, is it? My goal is to save. Yes, I want to save my memories. Okay, jetzt gehen wir durch. Wir haben es geschafft. Inside the dam. Oh, ich bin so happy, dass wir das geschafft haben. Das sage ich jetzt noch. Wer weiß, was dann kommt. Oh, Dungeon is not over. Och nö, pass auf, jetzt kommt nochmal Boss vielleicht. Boah. Warum ist es so dunkel? Ich kann nichts sehen, Freunde. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach überhaupt nichts. Es wäre dunkel. Ich sehe einfach überhaupt nichts. Dieser Damm ist echt furchtbar. Also da oben ist eine Kiste, aber ich weiß nicht, wie wir rankommen sollen, weil ich nichts sehe. John! Is that you guys? Oh, Alva! No answer. Must be John! Great! This is a central sluice. There's a control panel on the upper lever. Open it up to relieve the water. Do this for all of the safety sluices. Once they're open, we'll be able to start up the wind guard. Was sollen wir tun? Moment. Ja, er hat irgendwas gesagt mit, wir sollen alle öffnen. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt alle öffnen. Was heißt denn öffnen? Heißt öffnen, Wasser soll durch? Ich habe die Aufgabe nicht verstanden.
I need to help, let's go to the control room. Ja, ja, aber was soll ich tun? Freunde, ich bin schon wieder verwirrt. Weil so kommen wir ja nicht durch. Also ich glaube, wir müssen jetzt erst nochmal hier irgendwie durch. Es ist zu dunkel. Es ist einfach zu dunkel. Vielleicht müssen wir das in irgendeiner bestimmten Kombi machen. Ah, ich habe Licht gefunden. Ich habe Licht gefunden. Okay, jetzt. Komm ich nach runter? Scheiß Kombi. Was ist denn, wenn wir das jetzt schon wieder getimed machen? Und wie komme ich denn hier runter? Wie kommen wir da runter? Meine nächste Frage. Ich schnall dieses Level gerade nicht. Ah, doch. Warte. Ich hab's gefunden. Also, pass auf. Ich gehe runter und Sam. John, ist der in the sewer? Ja, aber ich dachte, wir. Das hättest du doch jetzt auch hinbekommen, oder? Ah, warte mal. Können wir weiterlaufen? Das raff ich jetzt schon wieder nicht. Das überfordert mich schon wieder. Was genau sollen wir denn jetzt hier tun? Wie kommen wir auf die andere Seite? Ich finde mich in diesem Level gerade nicht zurecht. Gibt es sowas? Gibt es sowas? Ja, gibt es. Oh Mann.